Einen wunderschönen guten Abend in Deutschland, glaube ich. Heute ist 3. Advent. Sonntag. Und ihr hört's. Wir haben einen kleinen Ausflug zum Strand wieder gemacht, weil das Wetter ist heute super. Das hier ist unser Strand, quasi unser Hausstrand, weil wir haben zwei Hausstrände. Unser Hausstrand ist ungefähr 20, 25 Minuten entfernt und ist in the Atlantic. Und hier, das ist Budget Island, das ist unser zweiter Hausstrand. Das wäre das so unser Strand. Ja, unser Hausstrand. Der ist so ungefähr eine halbe Stunde von daheim entfernt. Ihr seht da unten meine Frau im Wasser, Menschen in Bikinis. Die Sonne hat übrigens ganz schön Bums. Ja, jedenfalls, wie gesagt, der Strand ist ein bisschen weiter von unserem Haus entfernt. Das ist so knapp eine halbe Stunde Fahrt. Aber es ist echt schön hier. Achtung, ich schalte mal die Kamera um. Wenn ich es nur sehen würde, wie. Meine Frau macht sich die Füße nass. Und die Wellen sind auch nicht wirklich zu verachten. Da drüben schwimmen Leute im Meer. Die Leute machen es wie wir, genießen den schönen, warmen Spätsommertag. Das Haus da drüben hätten wir gern, können wir nicht bezahlen. Noch mehr Häuser, die wir gern hätten und nicht bezahlen können. Falls irgendeiner von euch mit dem Gedanken spielt, in Florida an der Atlantikküste ins Disney Resort zu gehen, das ist hier... Das da hinten ist das Disney Resort. Das heißt, wir sind im Prinzip am Disney Resort Strand. Ja. Hallo Yvonne. Sei uns gegrüßt. Schatz. Hallo Frau. Schatzi. Sag Hallo zu Yvonne. Sag Hallo zu den Sommers. Shout out to the Sommers. More fame for Anna. Ja, ihr seht, es ist unsere Atlantikküste und es ist echt richtig, richtig schön hier. Wie ist das Wetter gerade nochmal in Deutschland? Na gut, bei euch hat es immerhin geschneit, von daher, ja. So, die Anna geht jetzt auch runter zum Meer. Ich glaube, ich werde auch gleich runtergehen, ein bisschen die Füße ins Wasser halten. Ja, doch. Nochmal für die, die später eingeschaltet haben. So am 3. Advent an der Atlantikküste in T-Shirt bei Mitte 20 Grad. Lässt sich aushalten. Nächste Woche wird es dann aber eher kalt, weil wir fahren am Samstag nach Oklahoma rüber, besuchen meinen Bruder, besuchen den Rest der Familie. Die Oma ist aus Deutschland zu Besuch, das heißt, wir feiern dieses Jahr mit allen Enkeln und Großenkeln zusammen Weihnachten.
Und ich glaube, in Oklahoma ist das Wetter auch nicht mehr so ganz knorke wie hier. Aber gut, irgendwas ist ja immer. So, Jungs und Mädels in Deutschland, ich schalte die Kamera ab. Ich lasse die Füße mal ein bisschen ins Wasser hängen und erfrisch mich mal. Jo, bis später.